Hallo und herzlich willkommen zum Check and Secure News Flash. Zuerst eine kleine Warnung: Es gibt eine neue Sicherheitslücke im Internet Explorer, und zwar in den Versionen 7 bis 10. Und diese Lücke kann auf den Betriebssystemen Windows XP und Windows 7 ausgenutzt werden. Ich meine, wer heute noch den Opa Windows XP benutzt, der gehört eh geschlagen. Die Lücke wird aktuell aktiv dazu genutzt, Trojaner auf euer System zu schleusen. Wer noch nicht die Aktualisierung von dieser Woche heruntergeladen hat, der sollte das auf jeden Fall jetzt tun. Alternativ kann man natürlich auch einfach den Internet Explorer nicht verwenden. Dann gab es diese Woche eine News über einen Trojaner, der sich per E-Mail verbreitet. Das listige Ding sagt einfach, es wäre ein Fritzbox-Fax. Hier gilt hier generell, Hirn einschalten und Anhänge von E-Mails, die ihr nicht kennt, einfach nicht öffnen. Wenn ihr das trotzdem gemacht habt, dann solltet ihr jetzt euer System überprüfen. Ich habe unten dazu einfach mal ein paar Tipps in die Beschreibung gepackt. Dann zum Witz der Woche, und zwar geht es um das BSI. Unser tolles Bundesamt für Sicherheit, das unter anderem auch die Bundesbehörden berät und in der Funktion auch von der unsicheren SSL-Verschlüsselung RC4 abrät. Die ist nämlich geknackt und kann damit einfach entschlüsselt werden. Wenn ihr euch also zum Beispiel in euer sicheres Online-Banking einloggt und RC4 als Verschlüsselung verwendet wird, dann kann die Verbindung ganz einfach mitgehört werden. Der Witz ist aber, dass das BSI selbst diese Verschlüsselung noch einsetzt. Also Daumen hoch für die perfekte Vorbildfunktion. Oder auch, wie blöd kann man eigentlich sein? Dann noch was zu dem Thema, was haben die sich eigentlich dabei gedacht? Gerade jetzt zu Zeiten des NSA-Skandals und Microsofts echt schlechter Marketingkampagne zum Thema Xbox One und dem Abhören des Wohnzimmers, kommt Motorola auf die Idee, ein Patent anzumelden, sich ein Mikrofon auf die Haut zu tätowieren. Genau, so habe ich den guten Freund NSA auch immer bei mir. Jetzt zum Thema Studien, die die Welt nicht braucht. Eine Sicherheitsfirma hat eine Studie veröffentlicht, in der es darum geht, dass gerade PCs in Chefetagen mit Malware verseucht sind. Grund dafür wäre wohl der hohe Pornokonsum. Ich meine, hey, so habe ich mir das als Chef auch vorgestellt. Schön Eier schaukeln und Pornos gucken. Okay, vielleicht mit einer geschickteren Auswahl an Pornoseiten. So, und jetzt wieder husch husch an die Arbeit. Und vielleicht geht ihr dann das nächste Mal, wenn ihr in das Büro eures Chefs zitiert werdet, mit einem leichten Grinsen hinein. So, das war's wieder für diese Woche. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Newsflash und hinterlasst fleißig Kommentare und Likes.